So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Und bevor ich jetzt zu dem eigentlichen Thema des Videos komme, mache ich immer noch so einen Überblick über meinen Kanal und aktuelle Themen. Ja, ich wollte mal sagen, ich werde nun keine Kritikvideos mehr machen über Susanne Grieger-Langer. Aus einfachem Grund, weil es ist schon alles gesagt. Ja, und der Stein, der ist schon ins Rollen gebracht, das hat inzwischen schon andere YouTuber ein Kritikvideo gemacht. Ja, ich sag halt so, nach mir werden andere kommen, ja. Aber ich möchte jetzt nicht mehr weiter Videos machen, weil es ist ja nicht so, dass mein Kanal als Kritikkanal, als Kritik, über Susanne Grieger-Langer da antreten ist, sondern es geht ja um andere Themen. Das machen vielleicht andere Leute dann, aber es geht für mich ja um Spiritualität, Selbstverwirklichung, ja, Potenzialentfaltung, soziale Gerechtigkeit. Das sind so die Stichpunkte, mit denen sich mein Kanal beschäftigt, Astralreisen. Ja, da werde ich jetzt nochmal meinen Kanalbanner nochmal abändern. Das mal soweit. Ja, es geht um Spiritualität. Astralreisen werde ich auf jeden Fall jetzt dann wieder Videos machen, keine Angst. Ja, was auch ist, ich möchte natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass ich den Kanal von Marco Hümer kopieren möchte. Ja, das kam ja auch mal und ich muss sagen, das ist ja Unsinn, um das mal zu verdeutlichen. Das, was noch unten am Fuß des Berges ist, kann nicht das, was da am Gipfel oben thront, kopieren. Ja. Also am Gipfel oben thront Marco Hümer, ja, sozusagen. Also das, was da schon lange auf dem Gipfel oben ist, kann ich nicht kopieren, wenn ich nur unten am Fuß des Berges bin und hochklettere. Wie soll ich das kopieren? Also 1 zu 50 oder was? Aber was wahr ist, ich möchte in die Fußstapfen von Marco Hümer treten. Das auf jeden Fall als Bewusstseinscoach. Ich gehe den Weg des Bewusstseinscoach und ich habe ja schon viel von Marco Hümer gelernt und das möchte ich auch weiter so vorantreiben, aber nicht kopieren. Ich meine, ihr seht ja, schaut mal mein Bücherregal an und dann schaut man mal das Marco Hümer Bücherregal im Hintergrund an, das ist ja wupp, ja, das ist ja so und meins ist ja so, ja, also es ist halt so, ich bin jetzt halt noch am Anfang und ein Newcomer in der Sache, kann man sagen, aber ich möchte auf jeden Fall auch die ganzen Bewusstseinscoaches, Marco Hümer, Jonathan Dilas etc., die ganzen spirituellen Kanäle mit unterstützen, helfen, dass wir die Bewusstseinsrevolution noch schneller und stärker noch vorantreiben. Ja, das war jetzt nochmal vorab mein Kanal. Ja, ich möchte heute mal was erzählen. Ich hatte jetzt heute keine Astralreise, aber war kurz davor. Momentan ist es so, dass meine Träume immer intensiver werden, also auch immer bewusster. Ja. Das hat einfach mit der Zirbeldrüse zu tun. Ja. Die ich immer mehr trainiere, jeden Tag trainiere ich mit Frequenzen, also mit Marco Hümer Frequenzen, aber auch mit den kostenlosen YouTube Frequenzen, trainiere meine Zirbeldrüse und habe die auch in Kalt mit und nehme auch Kurkuma und habe auch Tamarinde genommen, da werde ich jetzt auch wieder was bestellen, habe Fluorid aus meiner Zahnpasta raus, also jetzt nur noch fluoridfreie Zahnpasta verwende ich ja und ja, das, die ganzen Maßnahmen, um die Zirbeldrüse zu entkalken, zu entgiften und zu trainieren und auszubauen, damit sie so viel wie möglich DMT ausschüttet. Ja. Und ja, ich sehe es auch wie der Marco, dass Träume wichtig sind und dass Träume Lektionen sind. Und deswegen möchte ich mal vom heutigen Traum erzählen. Der ist ja, da werden jetzt vielleicht bestimmt ein paar von euch der Arsch ablachen. Ja. Ich habe heute einen ziemlichen Klartraum gehabt, ja, also ja, ziemlich bewusst, könnte man sagen, luzid, na, eher nicht so, aber war ziemlich klar und bewusst dann und es war, ging darum, ich war in so, ja, ich meine in einem Raum und, ja, nee, nicht Raum, Raum kann es eigentlich gewesen sein, also so, mein, das kann irgendwie so im Schiff oder war das auf jeden Fall. Da habe ich dann eine Frau gesehen, die ziemlich so mein Geschmack war. Also sie war so ein bisschen leicht muskulös durchtrainiert. Ja, also nicht extrem muskulös, aber so sportlich und super Figur gehabt, lange Beine, groß. Also
Das ist eigentlich das, worauf quasi bei Frauen stehe. Also ich stehe auf Frauen und Männer, ich bin ja bisexuell, aber so, wenn eine Frau noch so einen männlichen Touch hat, dann noch so, wenn das alles also ausgewogen ist, dann reizt mich das schon sehr. Und ich war dann sowas, entweder Masseur oder Bademeister, ich war dann auch ganz in weiß, ja, in dem Traum. Und hab sie dann beobachtet und so. Und habe gedacht, oh, die gefällt mir aber ganz gut und so. Und bin dann zu ihr hin. Und dann habe dann gefragt, entschuldigen Sie, könnte ich Sie mal massieren? Und sie hat dann gesagt, ja, gerne, gerne. Und ich habe dann ein Handtuch draufgelegt und habe mich dann auf sie draufgesessen. Sie war ja mit dem Bauch, also der Bauch, also am Bauch gelegen, und habe ihr dann so den Rücken massiert und bin dann, muss ich zugeben, auch richtig scharf geworden. Also es war richtig hot, der Traum, ja. Und auf jeden Fall, dann hat sie gesagt, dass ich ihr was bringen kann, also Getränk oder was. Also so ganz klar ist es im Traum ja immer nicht, aber irgendwas sollte ihr bringen. Und dann habe ich gesagt, natürlich, als Gentleman, ganz klar, habe ich das gemacht. Und so. Und die Frau war richtig hot, also ich war schon richtig scharf, kann man sagen. Ja, war ziemlich erotisch. Und auf jeden Fall, dann, sie hat dann gesagt, sie legt sich da ein bisschen hin und schlaft und so, und war okay. Und gut, dann bin ich wieder hin. Und also sie war ja dann, auf ihr drauf war ja nochmal ein Handtuch, ja. Und dann bin ich drauf, wieder, also quasi auf ihren Rücken drauf, und habe sie dann massiert. Und dann habe ich schon gemerkt, aber irgendwas stimmt da nicht, ja. Und dann war es auf einmal, habe ich eine Puppe in der Hand gehabt. Also so anscheinend auch eine Gummipuppe, ja, und habe sie dann massiert. Und dann höre ich schon, da ging schon das Gelächter um mich rum los. Und dann habe ich gedacht, alles klar, man verarscht mich hier, ja. Und da sind mehrere junge Leute rumgestanden, Frauen und Männer, und haben mich ausgelacht, ja, haben dann auch ein Video gemacht und so, und ich bin ihnen richtig beschissen vorkommen. Also ich bin richtig verarscht worden von den Leuten, ja. Und das Gefühl war eine Mischung aus Wut und Scham, ja. Also ich habe mich richtig beschissen gefühlt, das habe ich richtig gefühlt in dem Traum. Und ich dachte so, was mache ich jetzt? Also entweder gehe ich jetzt auf einen von denen los, pack die im Kragen, oder gehe einfach, ich wusste nicht, was ich tun soll. Also es war dann echt blöd, ja. Also ein richtig beschissenes Gefühl, ja. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich so eine, ja, so ein Ding, Sonnencreme dann genommen, so eine Flasche mit Sonnencreme, und habe die dann angespritzt, die Leute da. Und dadurch habe ich mich dann wieder besser gefühlt, und da bin ich dann aufgewacht. Also, ja, aber nein, musste ich drüber lachen. Also, und jetzt, wenn ich aufwache, dann überlege ich mir immer, was war die Lektion von dem Traum. Und die Lektion war ganz klar: Menschen, die nur auf Äußerlichkeiten achten, tappen ganz schnell in die Falle. Ja, das war die Lektion. Sowas kann auch im echten Leben passieren. Und man darf sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Und das war dann bei mir auch, ja, auch so, dass ich auch immer geguckt habe, also beim Partner oder so, dass die Äußerlichkeit stimmt. Ich war schon auch immer so, ja. Also trotzdem, dass ich spirituell bin, immer so guckt, Figur und Ding und Körpergröße und so weiter. Und habe eigentlich auch immer so aufs Äußerlich geachtet, aber der Traum hat mir dann wirklich ein bisschen belehrt und auch gesagt, dass es das eigentlich für einen Bewusstseinscoach oder für jemanden, der spirituell ist, also schon unwürdiges Verhalten ist. Also ich muss echt sagen, die Lektion, die habe ich verinnerlicht. Also die Lektion, ja, die hat man ganz schön. Also ich werde noch lange über diesen Traum nachdenken, muss ich echt sagen. Ja, und das wollte ich nochmal sagen. Also jeder Traum will einem was zeigen, will einem was lernen. Und deswegen mache ich es immer so, dass ich, nachdem ich aufwache, mir den Traum nochmal Revue passieren lasse und überlege, was war die Lektion daraus. Ja. Also bei dem Traum, das war ja dann schon irgendwie schon lustig, also es war ja dann, man hätte einen Sketch machen können, und vielleicht könnte man das ja mal machen, so Sketche, so Weisheitssketche, die irgendwas lernen, ja, wie das jetzt zum Beispiel, was da einem Traum begegnet ist, und dass dann irgendwie so der Konfuzius dann mit seinem Kopf auftaucht und sagt, ja, nicht auf Äußerlichkeiten achten, oder Menschen, die auf Äußerlichkeit achten, tappen schnell in die Falle oder sowas. Also irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht mal, wäre das mal eine Idee, so Weisheitssketche, ja, zu machen, ja. Auf jeden Fall ist es so, das stimmt, wie der Markus gesagt hat, also man lernt nie aus. Also man lernt im physischen Leben, man lernt aber auch in der Traumebene, ja.
Und sowas Ähnliches wie in dem Traum kann auch in der Astralreise passieren. Also Astralreise ist ja, also die Astralwelt ist ja die Traumebene, ja. Nur dass du dann richtig eingreifen kannst, richtig was. Ich meine, wenn das jetzt eine Astralreise gewesen wäre, wäre ich halt vielleicht irgendwie davor geflogen oder so, ja, irgendwas gemacht oder halt irgendwas visualisiert, was weiß ich, dass die verschwunden wären oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch in der Astralebene so. Du siehst die physische Welt, aber sicher die Astralebene und dann passiert irgendwas. Also muss man sich so vorstellen, dass zum Beispiel, es kann zum Beispiel sein, man geht in der physischen Welt, also man geht auf so einen Parkplatz, der auch in der physischen Welt existiert, sieht den Parkplatz und auf dem Parkplatz steht dann vielleicht so ein Gnom, der aber astral ist und der sagt dir dann irgendwas oder zeigt dir dann irgendwas, lehrt dir dann irgendwas, ja. So ist es auch, also in der Astralwelt, also da passieren da auch so komische, merkwürdige Sachen. Auch Sachen, mit denen du dich beschäftigst in physischen Welt, kommen dann auch in der Astralebene auf jemanden zu, ja. Plus, ich sag halt immer, Astralreise als Traum zu bezeichnen, ist natürlich extreme Degradierung dessen, was eine Astralreise ist. Also Astralreise ist da, der Traum, der normalerweise unbewusst ist, ist da. In der Mitte kommt ungefähr der luzide Traum, Astralreise ist hier, ja. Drüber gibt es dann noch Seelenreisen und sowas alles, ja. Ja, aber wie gesagt, es ist immer es ist ganz interessant und je mehr man Traumerinnerungen trainiert, je mehr man seine Zirbeldrüse trainiert, desto besser klappen auch Astralreisen. Und es war einfach ein Fehler von den Menschen zu sagen, Träume sind Schäume. Ja. Damit wollten sie ja die Träume vergessen, weil manche Träume sind unangenehm, Lektionen sind auch unangenehm. Ja. Schon mal eine bittere Kost, eine Lektion zu bekommen. Ja. Deswegen wollte die Menschheit eigentlich Träume verdrängen und das war ein Fehler. Man hätte das nicht machen dürfen. Deswegen können wir uns auch so schlecht an Träume erinnern, ja, weil wir das verdrängt haben. Ja. Und das müssen wir jetzt wieder, dieses Rad müssen wir jetzt wieder umdrehen, dass wir sagen, wir müssen wieder gucken, dass wir uns an unsere Träume erinnern, ja, und dass wir versuchen, aus den Träumen zu lernen. Ja. Und genauso ist es bei Astralreisen. Ja, also da ist es eben der gleiche Fall. Ja. Auf jeden Fall, ich mache weiter mit Astralreisen, logisch. Ich war jetzt bloß mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Ich wollte ja nochmal meinen Körper aus den Frequenzen schaffen, das ist mir ja misslungen. Ja. Ich war jetzt auch erkältet, aber ich habe jetzt auch echt das Gefühl gehabt, heute Nacht, ich hätte leicht aus meinem Körper rauskommen können. Ja. Aber ich konnte die Konzentration, wenn man Halsschmerzen hat und wenn man, da ist es ja auch wichtig, dass man die Energie spart, dass man guckt, dass die Erkältung, dass die abklingt. Ja. Und sich dann auf die Strahlreise konzentrieren, braucht halt schon viel Energie und wenn es dann immer am Hals kratzt und so, dann denkst du, nee, ne, guck lieber, dass ich schlafe und einfach nur einschlafe und mich gesund schlafe, das ist halt wichtig. Aber auf jeden Fall, Strahlreisen bleibe ich dran, ja. Und wie gesagt, und das wird jetzt auch das Hauptthema von meinem Kanal sein, ja. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt sage ich halt wieder den Standardspruch. Ja, also teilt das Video, abonniert meinen Kanal. Ja, ihr könnt mir spenden. Ja, da können wir noch mehr Menschen erreichen. Und dann würde ich sagen, bis bald und macht es gut.